Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sparks Challenge. So, immer noch auf dem Weg nach Hause. In dieser Folge schaffen wir es hoffentlich auch endlich mal nach Hause. Und dann gehen wir in den Nether. Nachdem wir uns eine Brustplatte... Ne, die Brustplatte machen wir uns noch nicht. Aber wir nehmen die Feuerresistenztränke mit. Und dann werden da ein paar Wither-Skelette geklatscht. Denn wir brauchen die Wither-Skulls. Oder die Wither-Schädel auf Deutsch. So. Ich dachte, da wäre ein Riesenpilz. Naja. Wir müssen nämlich den Wither noch besiegen. Und oh, das wird doch noch so lange dauern, glaube ich. Naja, weiter. Es sind nur noch knapp 600 Blöcke. Also gar nicht mehr so weit. Und noch ein bisschen rechts rüber. Aber da ist ja wirklich nichts mehr eigentlich. Und deswegen laufen wir die jetzt auch noch schnell nach Hause. Wenn wir dann da sind, räume ich nochmal mein Inventar ein bisschen auf, packe nochmal ein paar Sachen raus, nehme noch ein paar Sachen mit. Und dann geht's ab in den Nether. Hey, so. Ich habe immer noch nicht geguckt, mit was für einer Wahrscheinlichkeit die Dinger droppen. Fuck it. Das wollte ich eigentlich tun. Naja. Vergessen, vergessen, vergessen. Oh, Mann. Jetzt kommt irgendwie was raus, ich bin voll in die falsche Richtung gelaufen. Das wär typisch ich, aber wirklich. Aber das sollte die Fläche sein, da hinten ist das Dorf. Ja, geil. Also das haben wir schon mal geschafft. Und wir gehen schon nochmal 3 Obsidien. Hol ich die jetzt schon? Ich weiß es nicht. Nee, meine nicht jetzt, hol ich irgendwann anders. Wir gehen jetzt erstmal nach Hause. Weil wir brauchen ja noch 3 Obsidien später für den Beacon-Block. Und ja. Den mache ich dann aber. Das mache ich dann aber erst. Ein bisschen schräg rüber. Das kann ich ausblenden, jetzt weiß ich ja ungefähr den Weg. Aber ungefähr, ja, meistens verlaufe ich mich. Ich hätte mein Haus auch einfach hier bei den beim Dorf bauen können. Nein, nee, das Dorf kann ich das schon, bevor ich mein Haus gebaut hatte? Ich glaube nicht, oder? Gute Frage. Naja, irgendwo hier hinten ist mein Zuhause. Rechts unten irgendwo. Da ist Sand. Hier vorne links müsste es irgendwo sein, glaube ich. Hier? Da, sag ich doch. Ha, ich hab's gefunden, ohne auf die Koordinaten zu gucken. Yay. So. Hier alles Essen und es sollte jetzt hier eine Menge gewachsen sein, oder? Nein, natürlich nicht. Ah, fuck it. Ich war ja nicht in der Nähe, stimmt ja. Aber wir sollten hier noch genug zu essen haben. Das bedeutet hier rein, so. Habe ich da irgendwas Wichtiges drin? Ja, die Feuerresistenztränke. Davon nehme ich mal 2 Stück mit. Muss da irgendwas Wichtiges rein? Nein, dann gehe ich mal in den Ofen, pack da nochmal die Kartoffeln rein. Die können da mal brennen. Und zack, den sollte ich aus der Hand tun erstmal. Dummer Köter bleibt sitzen. Das Weizen kann da rein, die Seeds können da rein, die Saplings, die Kakaobohnen. Das Ei auch, die Saplings. Die Karotten nehme ich mal mit, die Melonen können da rein, die Fische können da rein, der Rest wird hier drin gemacht, nämlich kommt da das Rotten Flesh rein, das Bett kann hier bleiben, das brauche ich nämlich nicht im Nether. Ne, das Bett da hinten ist ja abgebaut, ne, ja, dann passt das, dann spawne ich auch nicht bei dem, wenn ich sterbe. Die Wolle kommt hier noch rein, den Wassereimer bringt mir eh nichts im Nether. Dort nehme ich ein bisschen mit. Hier die Kartoffeln nehme ich mit. So. Und hier die Karotten nehme ich auch nochmal die Hälfte davon mit. So. Zack. Die Diamond Axe bleibt hier. Die Schaufel bleibt auch hier. Ich nehme nur meine Pickaxe und mein Schwert mit. Brauche ich noch irgendein neues Rüstungsteil? Ne, eigentlich nicht. Den Kompass, der bringt mir im Nether eh nichts. Und ja, ich nehme gleich noch mal ein paar mehr. Ich nehme jetzt noch mal ein paar mehr Blöcke mit. Habe ich noch Erde? Ja. So. Ich nehme den Stack mit. Die 25 können hier bleiben. Mehr Kartoffeln. Komm da rüber. Und wenn ich die habe, gehe ich los. Zack. Jetzt hier ab in den Nether. Wie viel Minütchen haben wir denn noch? Wir haben noch 10,5 Minuten. Da komme ich, denke ich mal, wenigstens noch bis zum Fortress. Und ich hoffe, die komischen hier, die Schweinsmänner da, ich hab vergessen, die Pigmen, sind nicht sauer auf mich, weil ich habe den einen, glaube ich, bei mir in der Welt getötet. Geht er auf mich los?
Es laggt. Nein, tut er nicht. Okay. So. Wir müssen da rechts rüber, wie eh und je, damit wir zum Fortress kommen. Und ja, es laggt noch. Sorry dafür, aber das kann ich ja nicht ändern. Oh, so Mini-Pikmin. Ich denke immer, die wollen mich direkt angreifen, wenn die so schnell sind. Hier geht's nicht runter, aber hier. So. Den Weg habe ich mir noch so einigermaßen gemerkt, war ja auch nicht wirklich schwer. Aus dem Portal raus und nach rechts laufen. So, hier lang. Wow. Muss ich gleich nur noch bei den ganzen Sachen, wenn es so ruckelt, wieder aufpassen, dass ich nirgends reinfalle. Und drüben ist mein Weg nach dahin. Yep. Ich hatte mir überlegen, ob ich für den Weg dahin. Nee, mache ich nicht. Da war das Feuerding rum. Ich weiß immer noch nicht warum. Wenden war ich vorher noch nicht, bevor das da überhaupt war. So. Na komm, hier kann ich gehen. Ich sollte direkt aufhören, wenn es leckt, hier irgendwie weiterzugehen. Ihr seid mir egal, ich schub's euch in Lava. So, Gas schießt. Fuck it. Ich hätte einen Bogen mitnehmen sollen übrigens. Fuck. Na egal. Freue ich nicht. So. Hier lang. Wo war das jetzt? Da hoch? Ja doch. Hier hoch. Scheiß Gas. Leck mich und lass mich in Ruhe. Das ist ein Drecksviech. So. Da oben ist der Stein, da muss ich hin, das ist super. Jetzt weiß ich das schon mal wieder. So, hier wieder sprinten, sprinten, sprinten ohne Ende. Und weiter geht's. So. Weiter, weiter. Ach so, ja, hier musste ich aufpassen, dass ich nicht runterfalle. Hier hoch und dann sind wir schon beim Stein, wo ich mich runterbaue. Oh, Alter, fick dich, du Minecraft-Spiel, ne? Wo hatte ich mich runtergebaut? Ich glaube hier, ach, ist auch egal, wo ich mich runterbaue. Hauptsache, ich komme unten an. Nämlich so. Und hier runter war das auch noch. Den packe ich einfach mal dahin, dann weiß ich ja, wo ich weitergehe. Und hier durch das Tunnelchen durch. Und doch, hier hatte ich eine Treppe gebaut, da hinten aber keine. Da bin ich einfach runtergesprungen. Nachdem ich die Hälfte weggebaut habe, das ist ja auch egal. Da. Muss ich mir jetzt hier nur wieder hochbauen, so zack, zack. So. Oh, hier lagen so noch Blöcke. Auf dem Turm hier und auf der Brücke, da krieche ich erstmal, weil ich sonst Schiss habe. Oder auch nicht. Ich laufe einfach gerade rüber. So, und da ist schon der. Die Fortress, das Fortress. Und ich hoffe, da sind schon Wither-Skelette gespawnt. Wenn die, muss ich einfach warten. Ich gucke mich da drin auch noch ein bisschen um. Bis jetzt war ich ja nicht wirklich weit. So, hier hoch, hier hoch, hier hoch, hier hoch. Da sind schon mal zwei. So. Das hilft zwar nicht gegen die Skelette, aber es hilft gegen die Blazes. Die können mich dadurch nämlich jetzt keinen Schaden mehr machen. Also zack, zack. Nur durchs Treffen. Das geht aber eigentlich. So, hier und du bist tot. Leider kein Kopf. Da ist noch eins. Auch kein Kopf. Nee. Doch, gehen wir mal nach oben. So. Hinüber Schweinsmenschen. Die machen mir Angst. So. Was essen? So, wo sind denn hier jetzt die Wither-Skelette? Skeletors. Ja, es ist was anderes. Gehen wir mal nach oben und schauen, ob ich hier irgendwie welche finde. Ich weiß auch nicht, ob die irgendwo speziell in dem Fortress besser spawnen oder öfter spawnen. Was weiß ich alles nicht. Das ist das Problem auch, denke ich mal. Manchmal jedenfalls. Hier sind keine wieder keine gespawnt. Da ist eins. Du stirbst. Du Scheißviech. Tot. Aber leider nur Kohle. Hier die ganze Zeit gucken, ob ich irgendwo ein Skelett finde. Hier war ich schon überall. Naja, die können ja trotzdem das spawnen, aber das ist doof. Geh einfach mal hier runter. Hier ist eins verreckt anscheinend. Aber auch kein Kopf. Das Einzige, was mich jetzt gerade interessiert, sind die Köpfe von den Viechern. Hey, du Gast.
Nicht getroffen. Schade. Naja, so, ich gehe mal wieder hoch. Wenn ich weiß, wo das war. Hier? Nein. Glaube ich hier und dann. Jetzt weiter runter. Super, ich gehe weiter runter. Wo habe ich denn dazu gebaut? Ach, da war nichts mehr, stimmt. Ich gehe wieder hoch und schau mal, ob da oben welche wieder respawned sind. Geht's denn höher, Mann? Hier? Ah, scheint so. Ja, okay. So, hier ist keins. Oh, das wird so eine langwierige Scheiße hier. Da ist ein Blaze. Da hinten ist eins. Oh, Alter, ja, drei. Wie viele Skelette spawnen hier? Sollen Wither-Skelette spawnen? Ja, du hast mich gesehen, du kommst an, das ist super. Alter, ich darf nicht diesen fucking Pigman schlagen. Auch kein Kopf, Mann. Runter. Ja, komm, triff mich. Runter. Hat's geleckt. Den sollte ich nicht schlagen. Was noch? Ach, das ist ein Ghast. Fick dich. Ich weiß gerade nicht, wie ich das hier besser machen könnte. Dann habe ich eigentlich noch Feuerschutz. 5 Minuten noch. Super, da oben ist eins. Komm, du springst hier runter. Du willst es doch auch. Geht doch. Hat sogar Schaden genommen. Aber auch noch Knochen. Ich glaube, ich muss mir doch noch ein Looting-Schwert machen, weil sonst dauert das, glaube ich, zu lange. Oh, Mann. Aber ein Looting-Schwert zu bekommen ist auch nicht gerade einfach. Da bräuchte ich erst wieder Level, dann muss ich... Ich gehe nochmal in das Ding rein. Irgendwo. Da oben ist eins drauf. Wie komme ich denn hoch? Guck nochmal kurz. Wie lange noch? 3 Minuten knapp, okay. Wie komme ich nach oben drauf? Komme ich da oben hin? Ja. Ah, fuck. Hier, du Besatzklett, komm da runter. Du willst doch auch, ja. Da ist es. Fuck, es hat mich gewissert. Aber es ist tot. Fick dich, Mann. Wie lange habe ich ihn? Oh, zum Glück. Alter. Greifst du mich an? Nein. Meine Güte, ich hätte das Viech fast geschlagen. Aber trotzdem noch kein Kopf, so wie das ausschaut. Nein. Und vielleicht noch eins? Nein. Hey du Gas, beschieß mich. Oh, tut's wirklich. Treffe ich dich? Nein, jetzt aber. Auch nicht. Das macht mir ganz schön viel Schaden. Das ist voll schon angedeutet, das kann auch sein. Alter. Schreibt mir in die Kommentare, falls ihr noch eine bessere Methode kennt, wie das geht. Ich irgendwie vercampen oder so und die kommen immer an oder so, das wäre cool. Das werde ich sogar mal machen. Normalerweise campe ich nicht. Wow. Ghast. Ah, hab's getroffen. Endlich. Scheißviech, ey. Geht's auch runter, oder? Ja. Ach, hier. Ah, hier bin ich. Hier habe ich mir die Dinger geklaut, glaube ich, ja. Hab ich auch in die ganzen Kisten. Hier ist das Ding, wo ich zugebaut habe. Ah, so. Und hier bin ich nicht hoch? Na toll. Das wäre ja auch einfach gewesen, da hochzugehen. Ich gehe wieder hoch. Meine Güte, die fucking Wither-Skelette sollen spawnen. Ich brauche nur die, der Rest ist mir egal. Hier eins, nee. Da oben? Nee. Da sind zwei. Meine Skelette. Ihr Wichsdinger. Die Lutschkugeln, kommt runter da. Kommt runter. Hey. Oder nicht. Hol ich euch hier an der Treppe, ihr Wichser. Ja, kein Kopf, glaube ich. Hey, du siehst mich auch. Komm hier auch runter.
Auch kein Kopf. Das gibt's noch nicht. Und die Folge ist zu Ende. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, Leute. Ciao.